Chronisches Erschöpfungssyndrom. Symptome und Vorbeugung. Von chronischem Erschöpfungssyndrom spricht man, wenn jemand länger als 6 Monate an einer unerklärlichen und ununterbrochenen Erschöpfung leidet, die durch Schlaf, Ruhe, Urlaub, Sport und so weiter nicht zu lindern ist. Die Konsequenzen sind U.A. Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Depressionen, Muskel-, Gelenk- und Kopfschmerzen, Erholungsprobleme nach sportlicher Tätigkeit und Abschwellung der Ganglien. Früher gab es kein chronisches Erschöpfungssyndrom oder zumindest kannte man es nicht. Noch sind die Ursachen unbekannt. In der Naturmedizin werden verschiedene Ursachen beschrieben. Anschließend zählen wir einige davon auf. Überanstrengung und Stress. Manche Personen strapazieren ihren Körper jahrelang viel zu sehr und bekommen dies später zu spüren. Meist tritt das Leiden auf, wenn sie zur Ruhe kommen. Stress ist oxidativ, laugt unseren Körper aus und verändert unter anderem die Funktionen unseres Organismus. Wenn Sie nur zu einem bestimmten Zeitpunkt Stress haben, wird sich Ihr Körper wieder erholen, dauert der Zustand jedoch länger an, können die Konsequenzen chronisch werden. Wir raten deshalb, Stress so oft wie möglich zu vermeiden, nehmen Sie sich Zeit für Ruhe, täglichen Sport, Freizeitaktivitäten und mentale Entspannung. Nach und nach wird Ihr Organismus seine Funktionen wieder normal durchführen. Chronisches Erschöpfungssyndrom und emotionale Probleme. Für jede Krankheit gibt es eine psychosomatische Erklärung. Diese muss zwar nicht immer zutreffen, kann aber trotzdem höchst interessant sein. Chronische Erschöpfung gehört zu den Erkrankungen, die eng mit psychologischen Faktoren im Zusammenhang stehen. Sie tritt häufiger bei Frauen auf, vor allem ab dem 40. Lebensjahr. Das Profil ist eine arbeitssüchtige Person, auch Hausfrauen können darunter leiden, die nicht delegieren und nie Nein sagen kann, wenn sie um etwas gebeten wird. Welche Lösung gibt es? Therapien, die sowohl die psychologischen, als auch die emotionalen Aspekte berücksichtigen, können von großer Hilfe sein. Wichtig ist aber, sich der Situation bewusst zu werden und zu akzeptieren, dass wir unserer Gesundheit schaden. Geschwächte Leber. Die Leber und die Nieren sind wichtige Organe unseres Körpers, auf die bei Erschöpfung besonders zu achten ist. Diese Organe leiden in unserem modernen Leben am meisten: schlechte Ernährung, negative Emotionen, Umweltverschmutzung, Alkohol, Medikamente us. Eine entzündete Leber kann Beschwerden unter der rechten Rippe hervorrufen, aber auch andere augenscheinlich nicht sehr offenbare Symptome hervorrufen. Die traditionelle chinesische Medizin sieht einen Bezug zwischen Leber und Augen, sodass bei Augenproblemen die Leber auch nicht richtig funktioniert. Wie pflegen wir unsere Leber? Hier einige einfache Ratschläge. Wir sollten möglichst wenig oder sehr früh zu Abend essen, damit die Leber nachts ihre Energie wieder aufbauen kann. Dies geschieht normalerweise bei Morgengrauen. Die Leber neigt zu erkalten, sodass es angebracht wäre, eine Wärmeflasche auf unsere rechte Seite der Rippen zu legen, wenn wir schlafen gehen.
Wir können täglich bittere Tees einnehmen, wie zum Beispiel Mariendistel, Löwenzahn, Artischocken oder Boldo-Strauchtee, jedoch nicht länger als 4 Wochen. Meiden Sie Alkohol, Fette, frittiertes, rotes Fleisch, süße Soßen. Vor dem Frühstück können Sie einen Teelöffel nettes Olivenöl mit einem Teelöffel Zitronensaft zu sich nehmen, trinken Sie danach ein Glas lauwarmes Wasser. Chronische Verstopfung. Verstopfung kann das Symptom von verschiedenen Krankheiten sein, sie tritt auf, wenn wir von Toxinen oder Giftstoffen überlastet sind. Wichtig ist, dieses Problem so schnell wie möglich und auf natürliche Weise zu lösen. Ballaststoffreiche Ernährung, Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Trockenobst und Nüsse. Zwischen den Mahlzeiten Wasser. Ein einfaches Mittel: Nehmen Sie ein Glas Wasser und fügen Sie 2 Trockenpflaumen und 1 Löffel Leinsamen hinzu. Lassen Sie es die ganze Nacht ruhen und nehmen Sie es am Morgen 1/2 Stunde vor dem Frühstück zu sich. Lebensmittelintoleranz. Es gibt Personen, die ohne es zu wissen nicht alle Lebensmittel vertragen. Dies bedeutet, dass sich diese Lebensmittel langfristig in Toxine umwandeln, sich in unserem Körper anhäufen und Schmerzen und Unwohlsein verursachen. Wir raten deshalb, Ihre Ernährung 1 Monat lang zu überprüfen und in dieser Zeit einige Lebensmittel zu meiden, vor allem diejenigen, die oft Intoleranz hervorrufen, also gluten- und laktosehaltige Lebensmittel. Nach 1 Monat führen Sie diese wieder ein und beobachten, wie Ihr Körper reagiert. Infekte. Es ist zu empfehlen, diagnostizieren zu lassen, ob unser Körper von Parasiten oder Pilzen befallen ist, da die Symptome dieser Krankheiten denen der chronischen Erschöpfung sehr ähnlich sind. Um einer angemessenen Reinigungskur durchzuführen, können wir in einem Reform- oder Detox ein natürliches Produkt kaufen oder eine tibetanische Knoblauchkur durchführen. Weitere Ratschläge: Verringern Sie Ihre Salzeinnahme, vor allem gewöhnliches Salz, da es schwächend wirkt. Nehmen Sie stattdessen Meersalz oder Himalaya-Salz. Auch wenn es bei chronischer Erschöpfung sehr schwer fällt, sollten Sie auf jeden Fall Sport betreiben, um nicht in den Teufelskreis der Trägheit und Müdigkeit zu fallen. Wenn Sie aufhören, sich zu bewegen, werden die Muskeln geschwächt und unser Gemütszustand verschlechtert sich. Es gibt viele energiereiche Produkte, die nicht stimulierend wirken und uns ohne das Immunsystem zu stören, helfen können, zum Beispiel Bohnen, Honig, Hafer, Weizenkeime, Trockenobst und Maca.